Hallo und willkommen zurück auf unserem Kanal Wissensspektrum. Im heutigen Video geht es rund um das Thema Algorithmus. Bei diesem Thema möchte ich euch heute die Grundlagen dieses Themas näher bringen. Aber zuallererst, was ist ein Algorithmus? Ein Algorithmus ist wie ein Rezept, das Probleme löst. Es muss präzise geschrieben werden und ist ein wichtiger, zentraler Teil des Programmierens. Bei der Darstellung von einem Algorithmus liegt der Schwerpunkt bei der zeitlichen Abbildung, dem sogenannten Steuerfluss, und nicht auf der Darstellung der einzelnen Anweisungen. Dazu gibt es das Theorem von Böhm und Jacobini. Mit nur drei Elementarstrukturen, Sequenz, Selektion und Zyklus, lässt sich jedes algorithmierbare Problem lösen. Von diesen Anweisungen jedoch gibt es drei verschiedene Varianten. Die erste Variante ist die sequentielle Anweisung. Das ist wie ein Rezept, da die einzelnen Anweisungen abgearbeitet werden. Praktisch gesagt würde das jetzt heißen, erstens den Ofen auf 220 Grad drehen, zweitens das Blech mit den Keksen in das Rohr schieben und so weiter, wie es nämlich in einem Rezept auch geht. Die zweite Anweisung ist die Wenn-Dann-Sonst-Anweisung. Diese Anweisung kann man sich wie ein Fußballteam vorstellen. Nämlich, ein Spieler von Team A wird gefoult von einem Spieler aus Team B. Wenn der Foul in der Spielfläche von Team B ist, dann ist das ein Eckschuss, sonst ist er ein freier Schuss. Und die dritte Anweisung ist die wiederholende Anweisung und das kann man sich genauso vorstellen wie bei einem Würfelspiel. Wenn man die 6 würfelt, darf man nochmal würfeln. Es gibt verschiedene Wege, einen Algorithmus zu schreiben. Die erste davon ist die mathematische Formulierung. Zum Beispiel, die erste Variante einer Formulierung ist die mathematische. Dazu gibt es verschiedene Formeln, die dann, wie gesagt, runterprogrammiert werden. Die zweite Formulierung ist die mündliche bzw. die textuelle. Diese Formulierung ist jedoch nicht präzise genug. Für die präzise werden aber Diagramme benutzt. Die dritte Formulierung ist das PAP bzw. das Programmablaufplan. Ein PAP ist eine grafische Darstellung zur Umsetzung eines Algorithmus in einem Programm. Es ist die Beschreibung des Arbeitslaufs und dort werden verschiedene Symbole definiert. Die vierte Formulierung ist das bekannteste, nämlich das Struktogramm. Die Aufgabe eines Struktogrammes ist es, den Ablauf eines Computerprogrammes auf Papier zu darstellen. Es wurde in den 70er Jahren von Isaac Nasi und Ben Snyderman erfunden. Die Notwendigkeit ergab sich, weil sich im Laufe der Zeit komplexe und unübersichtliche Computerprogramme entstanden. Zu der dritten und vierten Formulierung wird es dann später in den nächsten Wochen jeweils zwei Videos bzw. zwei Tutorials geben, wo ich diese jeweils eins erklären werde, da diese Arten der Algorithmen ein bisschen Zeit brauchen, um diese zu erklären und besser ist es, wenn man diese mit anhand eines Beispiels erklärt. Beispiele, die ich euch eingeblendet habe, ist nur mal ein Überblick, wie sowas ausschaut. Algorithmen können auch von Menschen ausgeführt werden, aber bei Computern haben sie mehrere Vorteile. Zum einen ist es die Geschwindigkeit, da ein Computer mit einer Sekunde Milliarden von Anweisungen ausführen kann. Ein Computer kann nie müde werden und man macht seltener Fehler, darum ist er auch zuverlässig. Und ein Computer hat eine große Speicherkapazität, bei denen ein Computer eine große Datenmenge für längere Zeit lagern kann. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr einen Like da lassen. Um keine Videos zu verpassen, könnt ihr uns jederzeit abonnieren und wenn ihr uns abonniert, bitte aktiviert auch die Glocke. Bis dann, Freunde!